Hallihallo, meine lieben Rebe und Freundinnen. Hallihallo, meine lieben Rebe und Freunde. Da bin ich endlich wieder und sag ganz lieb und herzlich willkommen in meiner Violas Babystube. Ja, meine Lieben, endlich bin ich wieder da. Endlich kann ich euch eine kleine neue Maus vorstellen in der Vorweihnachtszeit. Es geht ja nun mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Und da habe ich mir gedacht, machst du doch diese kleine süße Maus noch fertig und fragst, ob jemand ein neues Babylein sucht. Also mit anderen Worten, noch sucht die kleine Maus ein neues Zuhause. Das ist ein kleines Mäuslein mit einem Painting. Und ich habe hier wieder ein paar Härchen drauf gemacht. Das zeige ich euch nachher noch genauer, ihr Lieben. Ja, und dann werde ich mal gleich mal. Ja, was habe ich? Ich habe noch gar nicht gesagt, wer das ist, ne? Gleich mit Stottern anfangen, das sind die richtigen. So, also, das ist die kleine Alexa. Sie entstand aus dem Bausatz der Modelliererin Johanna Kasmirak oder Kasmir Zack oder so ähnlich wird es gesprochen. Es steht ja drüber und das ist auch jetzt keine Werbung, das ist nur zur Erkennung, wo die kleine Maus zugeordnet werden kann. Ja, so, dann zeige ich jetzt endlich die Fingernägelchen mal. Ja, die will nicht, die hält hier alles fest. Na, sowas. So, schaut mal. Jo, das klappt auch nicht. Ja, das ist einmal Fingernägelchen, einmal ein bisschen dichter ans Gesichtchen gehalten. Da noch einmal Fingernägelchen. Ja, sie hat ein vier Scheiben, oh, immer aus dem Bild fallen. Sie hat vier Scheibengelenkkörper. Ja, und alles andere zeige ich euch dann nachher, ne? Ja, ich decke sie mal wieder ein bisschen zu, das kleine Mäuschen. Sie könnte vielleicht mal noch mal in die Kamera gucken, ne? Ja, so. Ja, das machen wir. So, also bis gleich. Dann ziehen wir die kleine Maus gemeinsam an und machen es uns noch ein bisschen schick in der Vorweihnachtszeit. Zumindest das Püppi-Mäuslein machen wir schick. Ja. So, also bis zur Umschaltung. Geht ganz schnell, ich verspreche es. So, meine Lieben, ganz schnell, wie versprochen. Bei mir hat es wieder eine Ewigkeit gedauert, bis ich alles so umgeräumt hatte, wie es muss. Bis die Kamera steht und so weiter. Ja, es ist alles nicht so leicht. Ja, da sind wir nun, die kleine Alexa. Für mich ist es ein Mädchen, so wie der Name das schon sagt. Nach dem Bausatz oder aus einem Bausatz von der Johanna Kasmirzak, glaube ich. Ich habe immer so meine Schwierigkeiten, aber es steht ja geschrieben und ich denke mal, da kann man das dann zuordnen. Dieser Bausatz ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr zu haben, soweit ich weiß. Also eine kleine Seltenheit und bei mir ist die kleine Maus sogar zu haben. Wer also sich zum Weihnachtsfest noch jemanden ins Haus holen möchte, solange das, ich schreibe das dann unten in die Beschreibung, solange ist sie dann noch zu haben. Vielleicht hat jemand Glück, vielleicht möchte sie jemand haben. Ja, sie ist einfach so. Ich hatte sie schon mal angefangen irgendwann und habe gedacht, jetzt ist die Gelegenheit, die kleine Maus nur endlich fertig zu machen und ihr ein Zuhause zu geben. Gut, schon wieder geht's los mit Spielen und Schnattern. Ja, sie schiebt so die Unterlippe so ein bisschen vor. Sie möchte schon was sagen und ist noch ganz klein und kann nicht so viel sagen. Sie hat dunkelblaue Augen, würde ich behaupten. Ja, dunkelblau. So, und dann hab es, die Besonderheit ist, sie hat ein Painting, das ist ja nun bei mir auch schon gar nichts Besonderes mehr, aber ich habe ihr ein paar Härchen gemacht. So als wenn die oberen Härchen so ein bisschen dichter schon rauswachsen. Ne? So sieht das aus. Und man kann sie, wie ich es gerade hier mit den Fingern mache, man kann sie ein bisschen aufstellen. Ich werde mal wieder nicht zu viel damit machen. So ungefähr sieht es aus. Ich habe versucht, die Frisur nicht so sehr punky-ähnlich zu machen, so dass es wirklich aussieht wie die ersten Härchen, die hier so am oben wachsen, sie ja immer ein bisschen dichter zuerst. Ja, das war mal wieder was Neues oder was anderes oder auch nicht so neu. Kann man halten wie ein Dachdecker, ne? So, und die Kleine, wenn sie auch recht klein ausschaut, sie wiegt 2735 Gramm, also auch ein properes Kerlchen, stolzes Gewicht.
vier Scheibengelenke, auch wenn es hier eigentlich gehören die Ärmchen hier rein, das weiß ich, da weisen mich auch einige drauf hin, ich weiß es, aber viele Mamis lieben es sehr, wenn sie schön beweglich sind und ich denke mal, das ist bei ihr gegeben und den Körper habe ich für sie extra anfertigen lassen. Das ist nicht der mit dem Krönchen drauf, sondern ein speziell für diesen Bausatz angefertigter Körper. Und wenn ich sie im Arm habe, wunderbar, ich mag sie gerne in den Arm nehmen. Ja, sie hat noch was, der Bausatz hat das, das eine Beinchen ist mehr gestreckt, das andere angewinkelt. Also man hat alle Möglichkeiten zu dekorieren. So, nun werde ich mal versuchen, noch ein Füßchen vorzuzeigen. Hier ist ein bisschen heller, hier ein bisschen röter, ne? Gut, aber die Vorrede geht schon wieder so lange hier. Jetzt wollen wir mal messen, wie groß, ja, sie hat ein langes Beinchen und da kommen wir doch glatt, schaut her, auf 50 cm. Und so war auch meine Schätzung. Ne? Gut, dann wollen wir sie jetzt mal schick machen. Dann schauen wir mal, womit fangen wir an? Mit der Windel haben wir immer angefangen, dann werden wir das auch heute so machen. Ja, ich habe zwar neulich versprochen, es geht schneller, aber es geht eben halt alles doch nicht so schnell. Man hat ja privat auch in der Vorweihnachtszeit einiges zu erledigen. Also schiebt man dann das Video immer auf den nächsten Tag und nochmal auf den nächsten Tag und schwuppsdiwupps, es ist viel zu spät. Ja, naja, nun bin ich ja mal wieder hier und ich komme auch vor Weihnachten noch das eine oder andere Mal. Ich will nicht so viel versprechen, wenn ich es nicht halten kann. Aber ich bleibe dran und ich bleibe auch bei euch. Womit habe ich angefangen? Schaut mal, Windel Nummer 2. Lesen, wer lesen kann, ist im Vorteil. Das ist die größere Windel. Ja, ohne Pleiten, Pech und Pannen ist nichts gemacht zu tun. Dann nehmen wir mal ich wundere mich, warum ich das nicht so hier in den Griff kriege, wie ich möchte. Ja, ja. Bisschen Pleiten, Pech und Pannen muss sein bei uns, ne? Ohne geht das gar nicht. Ja. So, also hier steht jetzt eine 1 drauf. Da war ich doch so stolz, dass ich das noch gelernt habe, dass die 1 und 0 und 1 und so weiter die kleineren Größen sind. Und ich lerne es dann doch nicht. Gut, also haben wir jetzt die erste Windel. Dann versuchen wir es nochmal mit der zweiten. Ja. Yeah. Ja. So, und bei der zweiten Windel gibt es ja dann ein kleines, sie dreht das Köpfchen so sehr, sie soll ja auch ein bisschen im Bild zu sehen sein, ne? Kleines Krummelgesichtchen. Och nö, ne? Sie ist so, als wenn sie ausgeschlafen ist gerade und die Äuglein aufmacht und noch ein bisschen verschlafen daherkommt. So, dann muss ich mal gucken. Ich habe ja hier wieder was vorbereitet, meine Wattepads und ein bisschen Babyduft. Na, habe ich, habe ich. So, diesmal, jetzt habe ich es mit einem kleinen Sprüher. Es ist ein etwas anderer Duft, aber genauso schön und wie immer und riecht ganz schön doll. Und der kommt in Windel. Boah, das duftet hier wieder. Ja, ja, mit dem Sprüher, da kann man sich selber dann noch eingeben, ne? So, noch so ein bisschen pssst hier und links und rechts. So, na, dann wollen wir mal sehen, dass wir auch Windel Nummer 2 festkriegen. Wir hatten sie ja schon mal fast fest. So, na, da haben wir das kleine Mäuslein schon ein bisschen schicker. So, wie gesagt, sie sucht noch. Wer Interesse hat, der kann sich melden. Wir wollen mal schauen, wie es dann wird. So, erstmal machen wir sie schick. Ne? Ja, das ist der Body. Ja, ja, kein Wickelbody. Ich versuche ja drauf zu achten. Naja, das ist ja schon fast ein Spaß, wie wir es machen, ne? Mit den Wickelbodies. Oder nicht Wickelbody. So, dann wollen wir ihr mal das, ja, ich mach's von unten. Ich hätte es über den Kopf ziehen können, die Härchen können das ab. Jo, kleine Mucke. Ja, dann kann man schön glatt streichen. Schaut her, das ist, kann man auch ein bisschen verteilen, so wie ich gepaintet habe. Und wenn die Haare weg sind, ist da unter, ist ein Painting, ne? Also wenn das nicht so, wenn sie ausgekämmt sind, ist das alles kein Thema. Dann sind noch Haare da. Jo. So.
Na, schick sieht sie aus. Ja, für mich war es ein Mädchen, aber ich könnte behaupten, ich habe sie auch schon als Jungen gemacht, diesen Bausatz. Ne? Zweimal hatte ich, glaube ich, schon, zwei gab es davon schon. Aber das ist jetzt definitiv die letzte, denke ich mal. Ich selbst habe den Bausatz nicht noch einmal und ihn gibt's kaum. Das ist total ausverkauft. Sie ist ja auch ein süßes kleines Babymäuslein, ne? Ja. So, was machen wir nun? Nun haben wir schon mal ein Body an. Nun geben wir ihr mal einen Schnulli. Und ich tanze mal raus auf dem Bild und gehe mal rein. Und dann gucken wir mal, was wir ihr anziehen. Ja, hier habe ich wieder die Kugel aufgesetzt. Es müsste auch ohne Kugel gehen. Ich habe es für mich jetzt selber aufgesetzt. Mit ihrem etwas geöffneten Mund ist es so eine Sache, ne? Aber dann mit Kugel geht das. Ich würde die Kugel auch festkleben. Gut, ich schnatter und schnatter. Ja. Der Mund ist trotz Stress immer noch da. So, für Ivy habe ich so ein kleines roséfarbenes Set ausgesucht. Wie gesagt, für mich ist es ein kleines Mädelchen. Und nun wollen wir mal schauen, ob wir das, ne, mit einem Bärchen drauf. Dann wollen wir mal erstmal das Jäckchen anziehen. Ja, mit Knöpfen, nicht mit Bändern. So, das tue ich einfach hinten rein. So, ja, hier sind so kleine Figürchen drauf auf dem Jäckchen. Finde ich sehr, sehr niedlich. Ja, die Kleine sieht gleich wie ganz schicki-micki aus. Ja. So. Na. Immer mein Arm hier im Bild, aber anders geht es ja nun mal nicht, ne? Joa. So, sie mit ihrem gestreckten Beinchen. Ja, die Kleine, richtig kleines Babylein. Ja, Mund ganz mit Mattlack überzogen, dass der nicht so dolle glänzt, nur so ganz vorsichtig. Als wenn, was kann ich noch sagen? Hier ist ein Katzenhärchen, das wollen wir gar nicht, oder ein Puschelhärchen hier von unserem. Jo. So, hier ein Puschelhärchen, immer noch ein Härchen hier, das geht ja gar nicht. Ja, weiße Katze, weißes Härchen, aber ich denke mal, dieses Dingchen lässt hier schon Haare. Die Miezen habe ich nämlich aus dem Zimmer. Na, was meint ihr, kriege ich den Knopf heute noch zu? Ja, die Miezen habe ich schon aus dem Zimmer hier verbannt. Die haben hier nichts zu suchen. Aber je spannender ist es dann, ne? So. Na, da haben wir doch ein kleines Mäuslein. Schön zu Weihnachten, zartes rosa, rosa Jäckchen an. Na, dann wollen wir das Strampelchen auch noch anziehen. Ich werde mal den Kopf nochmal. Ja, Kopf lässt sich sehr gut drehen, ne? Ja. So, hier Haare kann man mit der Hand machen. Ich könnte jetzt auch pausenlos die Bürste holen. Ich mache es nicht. So, Nucki nochmal rein. Jo. Und dann ziehen wir den Strampler an. Jawohl. So, falls ich hier die Knöpfe aufkriege, dann gibt es auch einen Strampler. Ja, ihr Lieben, es geht mit Riesenschritten aufs Weihnachtsfest zu. Und noch so viel zu tun, ist ihr sicherlich auch. Aber es haben schon einige gefragt, wo ich denn bleibe. Da bin ich wieder und freue mich, bei euch zu sein. Ja, aber ich kann ja eben nur das eine. Entweder ich mache Püppi-Mäuschen fertig oder ich mache Video, ne? Videos. Es geht immer nur eins gleichzeitig. Oder ich stelle wen ein und das mache ich nicht. Es kommt alles aus meiner Hand hier. Ja. Na. So. Ja, schöne zarte Fingerchen hat sie. Sie hat so ganz, so schöne, schlanke, zarte Fingerchen. Dass ich das nochmal zeige hier, habe ich ein bisschen abgesetzt. Man sieht auch, wenn man genau hinschaut, sieht man auch auf den Handrücken kleine Adern, weil ich gerade so dran denke, ne? Ja, da weise ich dann nochmal drauf hin. Sie ist auch recht kräftig gefärbt, würde ich behaupten, wenn ich sie immer so sehe. Ne? Jo, kleines Babymäuschen. Ja. So, na. Da haben wir dich schon fast angezogen, Dann wollen wir Nucki nochmal geben. Ja, das sieht immer so ein bisschen, dann sieht man, wie das Baby komplett aussieht. Nee, da fehlt ja noch was, ja. Nucki nehmen wir ganz schnell wieder weg. So.
Dann wollen wir mal. Na, es fehlt ja noch was. Und ich hatte ja schon beim letzten Video gesagt, ich habe eine ganz liebe Dame gefunden, eine ganz liebe Zuschauerin, die hat gestrickt und hier sind wieder so ein paar süße Säckchen dabei. Sage ich mal schnell wieder Dankeschön. Ja, liebe, ich sag den Namen nicht, ne? Aber du weißt Bescheid. Und die anderen Mami, die neuen Mamis freuen sich auch, wenn sie so schicke Püschen ankriegen. Und ich freue mich über die Püschen, weil ich das so sehr liebe, wenn die Kleinen so dicke Wollsöckchen anhaben. Das kann man jetzt umlegen, man kann es ganz. Aber ich lege es mal um, ne? Sieht doch schick aus. Hier ist so ein bisschen grau in dem Rosa drinne und hier ist so ganz zart grau und roséfarben abgesetzt. Ganz wunderschön. Und das kriegt die kleine Maus mit auf ihre Reise zur neuen Mama. Ja. So, na hier rutscht der große Fuß aus dem kleinen Schuh oder umgekehrt. So. Dann machen wir noch. Und so schöne Bändchen, da kann man aber ein Schleifchen machen. Ganz, ganz doll gemacht, die Schuhchen. Ich lege das um. So, passt, wackelt und hat Luft. Ja, wackeln tut hier alles. Ich muss bloß mal dran schubsen, dann wackelt der ganze Tisch. So, ich gebe nochmal Nucki. Aber eine klitzekleine Kleinigkeit, würde ich ja behaupten, fehlt immer noch. Ne? Ja, auch die kleine Maus, die möchte ein Kuscheltierchen haben. Falls ich denn das Tütchen hier aufkriege und dann schauen wir doch mal, was da drin ist. Ich dachte, das wäre eine Katze, das ist ein Hase. Ja, na gut. Weihnachtshase, oder? Ich schneide es mal auf hier. Bloß nicht den großen Zeh vom Hasen abschneiden und schon gar nicht von der Puppi. Na, um Himmels Willen. So, ein ganz schön weicher Kuschelhase. Den nimmt sie mit nach Hause. Der hat auch blaue Augen, nur kleine Glitzeraugen. Ja, der geht mit auf Heimreise. Bei mir kriegen ja die Mäuschen, wenn ich habe, mit Glatzi immer ein Mützchen auf. Und sie ist Glatzi oder Painting. Und bei ihr ist es ja, naja, drei Haare. Da habe ich hier noch ein kleines Mützchen gefunden. Wollen wir mal schauen, wie die Kleine mit Mütze aussieht. Das möchte ich euch. Ich mache es hier ab, ne? Ja. Das mache ich mal hier. Mache ich mal fix ab. Das wird nichts. Das macht höchstens dann hier. Das schrubbelt dann am Painting und das muss nicht sein. Ne. So, dann schaut mal, wie sie mit Mütze aussieht. Da sieht sie ein bisschen aus wie ein Junge, ne? Könnte auch ein Junge sein. Also, kommt drauf an, wer sie als Mädchen haben möchte. Wir werden sehen, was es dann letztendlich wird. Sie ist aber in meinen Augen ein süßes kleines Mädelchen. Ich nehme das Mützchen wieder ab. So, schaut mal, so sieht das denn aus, wenn die Haare hochstehen. Es ist eben nicht so gefährlich, wenn nur drei Härchen da sind, als wenn eben eine ganze Routing-Frisur im Eimer ist, ne? Ja. So, dann habe ich das auch gezeigt. Jetzt gehe ich nochmal mit meinem Haarbürstchen, mit meinem schicken. Ich habe jetzt passend, ob Junge oder Mädel, habe ich Haarbürsten bekommen. Habe ich mich total drüber gefreut. Ja, schaut mal, so mache ich das mit den Härchen. Ich zeige es einfach nochmal. Kann man glatt kämmen? Schaut mal, da kann man so richtig, so wie das Painting ist, kämmen. Kann man das ganz glatt anlegen. Sieht ganz muckelig aus. So. Na, so würde das denn aussehen. So ungefähr ist das Painting auch gemalt. So, und dann kann man aber, wenn man eben noch so ein bisschen das schick haben möchte, kann man sie so ein wenig hochbiegen und dann sieht das wie so ein Hanekämmchen aus. So habe ich das gedacht. Gut, meine Lieben, nun habe ich lang genug geschnattert. Ich hoffe, dass ich bald wieder bei euch bin oder euch bald wieder ein Babylein vorstellen kann, mit euch schnattern kann oder euch was vorschnattern kann. Ja. Die kleine Mami winkt mal ihrer neuen Mami zu. Mal sehen, wo sie hinreisen wird. Ich bin gespannt. Wenn nicht, dann bleibt sie über die Feiertage eben bei mir. Auch kein Thema. Ich mag ja Reborn-Babys auch sehr gerne. So, ihr Lieben. Nun sage ich euch denn Tschüss. Bis zum nächsten Video. Macht euch eine ganz wunderschöne Adventszeit. Macht euch nicht so viel Stress. Ich versuche selber den Stress auch von mir fernzuhalten, funktioniert nicht ganz, aber was soll's, hat wohl jeder so ein bisschen zu tun. Warum soll's mir anders gehen? Also, meine Lieben, macht es gut, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Mal vor Weihnachten.
bin ich nochmal hier. Lasst es euch gut gehen, macht es ganz hübsch. Tschüss, sagt allen Reborn-Mamis und Reborn-Papis, allen, die hierher finden und zuschauen. Ganz lieb, tschüss, eure Viola aus Violas Babystube. Macht es gut.